Hallo, ihr Lieben, ich bin die Dorothea und büchersüchtig. Und heute reden wir mal über meine Challenge: Buchreihen beenden, wie mein Juli gelaufen ist. Und der ist recht gut gelaufen. Bin selbst überrascht, weil Juli hatte ich mir ja vorgenommen, die Black Decker-Reihe bis zum aktuellen Band, was draußen ist, also Band 34, zu lesen. Habe ich auch geschafft. Also, das waren ganz viele Bänder. Und dachte eigentlich, ich habe nur das zu erzählen. Aber habe tatsächlich auch noch ein paar mehr geschafft. So insgesamt sind es 8 Buchreihen gewesen, die ich jetzt bis jetzt auf den aktuellen Stand oder beendet habe. Ich sehe gerade, das eine lese ich immer noch gerade. Okay, ich nehme es zurück, es sind 7 gewesen. Also das eine darf ich schon gar nicht mehr mit reinnehmen. Also es sind nur 7 gewesen. Das eine lese ich gerade, das kommt dann mit in den August. Sehr gut vor der Vorbereitung. aber genauso bin ich selbst überrascht über mich. Ich habe nur 3 neue Buchreihen begonnen. Ja, erstens habe ich Zeit gehabt, egal. 2 der Buchreihen, die ich begonnen habe, werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Die eine eher weniger. Da war Band 1 so, ja, jetzt nichts, was ich sage, ich muss es unbedingt weiterlesen. Also vielleicht, wenn es mal als Hörbuch rauskommt, ja, aber sonst eher weniger, weil das sind die Rebellinnen von Oxford, ist das die Reihe. Das ist mir zu wenig Rebellion und zu wenig Oxford drin, dafür, dass in dem Titel drin steht, die Rebellinnen von Oxford, weil da will ich auch ein bisschen was darüber haben. Ja. Und natürlich habe ich dann auch ein paar Subbücher befreit von meinem Stapel, weil ich ja alle Black Decker, die ich bis jetzt hatte, gelesen habe. Und es waren da gerade mal wenig Bänder. Also ich habe, und so langsam wird es auch ein bisschen schwierig, ihr seht es nicht, aber hier oben, das ist meine Black Decker-Reihe, die ist bald voll und ich habe noch nicht alle Bänder. Ja, da muss ich wieder ein bisschen umräumen hier. Ja, aber ich bin zufrieden. Und selbst erstaunt, dass ich tatsächlich so viele Buchreihen tatsächlich beendet habe. Und ja, bin erstaunt. Da jetzt schon August ist, auch wenn wir jetzt gerade vom Juli sprechen, plane ich schon für nächstes Jahr meine Challenges, also welche ich machen möchte. Und Buchreihen bleiben dabei. Ich finde es toll. Weil ich dann tatsächlich auch am Ball bleibe bei den aktuellen Reihen, dass ich mir die gleich hole und nicht erst Jahre warte. Also da bin ich tatsächlich auch sehr am Ball, weil wie zum Beispiel Free Like the Wind von Kira Moon ist noch nicht so lange raus. Also deswegen mache ich das auf jeden Fall weiter. Das ist schon mal eine Challenge, die auf jeden Fall mit ins nächste Jahr geht. Ich weiß es auch so, erst August, aber ich plane immer gerne vor. Ich habe auch schon meinen Adventskalender bestellt. Ja. Genau. Ja, das war jetzt quick and dirty, oder? ja, mehr gibt es dazu zu erzählen dieses Mal. Ich bin einfach selbst überrascht und ja, wir sehen uns einfach dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.